Hey, everything we found. Hey, is lying on the ground. Schön, sind Sie da? Ja, danke. Bald werden Sie das Album In Paradise veröffentlichen. Ja, aber es ist im Moment... Wieso haben Sie überhaupt das Album angefangen zu machen? Was war der Ursprung? Haben Sie das Album allein gemacht? Wo haben Sie angefangen, das Album rauszunehmen? Das war im Jahr 2015. Das war im Pleno, beim Herr Heer. Wo ist das? Im Ausland. Danke, Sie sind jetzt geil. Grüezi, Sie, Herr Heer. Wie geht es Ihnen heute so? Solange das In Paradise Album noch nicht draußen ist, geht es mir einfach scheiße. Und Sie haben das Gefühl, wenn Sie das Album rausbringen, dann geht es Ihnen nachher besser? Klar. Haben Sie mal die Tracks aufgelassen? Die Songs sind grossartig. Ich sehe gerade die Freude in Ihren Augen, muss ich zugeben. Grossartig. Da hat es von Always Late, von so langsamen Nummern, bis zu richtig groovig in zum Beispiel. Terra. Terra? The Spirit. Und jetzt kommt aber endlich das Album. Ich freue mich mega fest. Aber ich habe das Gefühl, es sind trotzdem gewisse Hemmungen noch da. Ja, wissen Sie, der Aufwand, um so ein Album fertigstellen, der ist einfach gross. Es kostet viel, wir brauchen viel Zeit, wir müssen es mastern. Ja, es sind so ein paar Minuten. Sie meinen das sogar auch physische CDs pressen? Ja, wir haben gedacht, wir müssen noch physisch. Wissen Sie, heutzutage ist doch alles digital. Man kann es gar nicht. Mehrere. Das Album und es erfüllt sich gerade mit Freude. Ich kann es auch den Nichten schenken. Oder den Großen.